Sonntagszeit ist Videozeit. Lang, lang ist her. Asche auf mein Haupt. Nee, nicht zu viel Asche. Grau genug. Herzlich willkommen auf dem Kanal Gabriele von Woloholika. Woloholika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Wir machen Bremerhaven bunter. Und du findest uns in Bremerhaven in der Hafenstraße 37 und im Internet unter www.woloholiker.de. Ja, warum hat das so lange gedauert? Das ist übrigens unser 177. Sonntagsvideo. Insgesamt haben wir, glaube ich, etwas über 400 Videos online, aber das 177. Sonntagsvideo. Es ist 18 Uhr Parzehagte. Die letzten 2 Stunden war ich beschäftigt, meine Strickprojekte zusammenzusuchen und mir immer zu überlegen, habe ich das schon gezeigt, habe ich das schon gezeigt, was habe ich was habe ich fertig gestrickt, kann ich gar nicht mehr alles zeigen. Irgendwie habe ich den. Muss meine Ärmel so ein bisschen hochkrempeln. Irgendwie habe ich den Faden verloren, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, gibt wieder öfter Sonntagsvideo. Also, du kannst jetzt die Panik kriegen. Oh Gott, die kommt wieder öfters online. Oder dich freuen. Ja, die kommt wieder öfters online und sammelt so ein bisschen aus dem Hause Woloholika, was so passiert. Privat, geschäftlich, was ich so stricke. Ist ja immer so eine kleine Mischung bei mir. Und dir so eine kleine Portion gute Laune holen. Mein Fokus ist ja immer, ich verbreite gute Laune. Egal was ist, egal was passiert, gute Laune. Meine Brille ist total trübe, aber ich brauche die, weil ich ablesen muss. Ich habe nämlich aufgebaut. So, hier ist alles voll. Ich versuche trotzdem kein zu langes Video zu machen. 2 Minuten 30. Dann lass uns anfangen. Wochenrückblick. Damit habe ich ja immer gestartet. Dieses Mal ist es nicht die Woche, der Rückblick von der Woche, sondern Wochen. Wochen. Und da habe ich, was soll ich sagen, die Highlights, die ich quasi die letzten Wochen erlebt habe, die habe ich mitgebracht. So das, was mich bewegt hat. Wo war ich? Ich war natürlich ein bisschen unterwegs und das, was ich als, nee, anders. Die letzten Wochen haben wir renoviert. Diejenigen, die mich auf den anderen Social Media Kanälen verfolgen, Instagram, Facebook. Facebook haben wir ja eine Facebook-Gruppe, Woloholika Stricksteller, das Leben ist kurz. Ich habe eine Facebook-Seite und mein persönliches Profil, Gabriele Sensi-Frese. Auf Instagram Woloholika und seit neuestem ganz wenig bespielt. Ich raff's noch nicht so richtig. Also Instagram, ich raff's noch nicht so richtig. TikTok, da muss ich mich erst so ein bisschen einlesen. Also da brauchst nicht gucken, da passiert im Moment gar nichts. Bin ja schon ein großes Mädchen. Das ist. Facebook war für mich von Anfang an klar. Der ersten 2, 3 Tage war ich so ein bisschen verwirrt, Social Media. YouTube war gleich logisch. Instagram habe ich dann erst auch langsam gemerkt, okay, da geht es um Fotos, nicht so viel um Text. Aber mein Endgegner, ne, so Level 98, für die, die zocken, das ist tatsächlich TikTok. Ich beschäftige mich damit noch ein bisschen. Also du brauchst nicht gucken, aber es gibt einen Kanal. Und wenn ich mal so die Grundlagen so ein bisschen sicher gerafft habe, dann kommt da auch mehr. Okay, was habe ich gemacht? Wir sind immer noch die, die mich. Okay, der Faden verloren. Die, die mich auf den anderen Social Media Kanälen begleitet haben. Sind wir mitten in der Renovierung.
Wir sind mitten in der Renovierung. Schlafzimmer ist inzwischen fertig seit 2 Tagen. Also Klamotten nicht mehr aus dem Karton oder aus dem Wäschekorb. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das Gästezimmer. Ey, wir haben 4 Kinder mit ein paar Enkel. Wo sollen die übernachten? Das war immer ein großes Problem, weil wir kein Gästezimmer hatten, weil wir nämlich wir uns im Haus verteilt haben und die Kinderzimmer quasi in Beschlag genommen haben. Guck mal, ich habe meine Lieblingsbluse wiedergefunden. Und dann war es immer ein Problem, weil unsere Kinder ja in der ganzen Bundesrepublik so verteilt sind. Wo schlafen die? Und dann kommen die ja nicht alleine, sondern die kommen ja dann mit Frau, mit Mann, mit Kind und Kegel. Also haben wir gesagt, okay, wir renovieren und machen uns das schicki. Unser Mr. Woloholika ist ja in Altersteilzeit für unseren letzten Lebensabschnitt. Jetzt fängt das Leben an. Machen wir es uns bequem, aber gleichzeitig auch, wenn wir mal alt und tüdelig sind. Also so ein bisschen breiter, so ein bisschen Griffel, alles so ein bisschen höher. Also wir haben viel zu tun. Inzwischen kehrt so ein normaleres Le Alltagsleben bei uns wieder ein. Aber fertig sind wir noch nicht. Dann, wenn du mich begleitet hast, wir haben ja einen Garten. Jetzt will ich nicht böse sein. Im Garten ja erzähle ich ja manchmal so einen Joke. Die Beete gehören mir und der Rasen Mr. Woloholika. Manchmal vergreift sich Mr. Woloholika in den Blumenbeeten, wenn ich ja so 2, 3 Wochen keine Zeit habe, und macht Plan in Blumenbeeten. Ne? So im Rasentrimmer. Dann ist Plan, dann steht. Dann steht da noch der Buchsbaum, irgendein anderes Immergrün, aber Blumen, Rittersporn und sowas alles, alles Lavendel, alles Plan. Ein Beet haben wir fertig gemacht. Weil ich ja ein bisschen wieder öfters Sonntagszeit ist, Videozeit online kommen werde, werde ich euch mit dem Garten unterhalten. Also ein Beet habe ich fertig gemacht. Ich, weil Mr. Woloholiker hat gesagt, oh, ich total im Stress, kam abgehetzt nach Hause. Er meinte, du, Beete sind deine. Hat sich aufs Sofa gesetzt, blieb da sitzen. Und ich bin bei, ach, da waren es vielleicht 6 Grad, allerhöchstens. Bin dann raus und habe gedacht, Alter, kommt der nicht raus oder was und hilft mir? Nein, der ist sitzen geblieben. So, dann ist er sitzen geblieben, also habe ich das Beet bepflanzt, wie ich das wollte. Mal gucken, was er sagt. Das sind so Blumen drin, die er nicht so zwingend leiden mag, aber gut. Ich sag nur, Mr. Woloholiko guckt das ja immer nachträglich. Ich sag nur Frauenmantel. So, also gut, das haben wir gemacht. Dann war ich auf einem privaten Stricktreffen. Da wurde ich privat und auch als Handfärberin eingeladen. 4 Tage Wellness stricken. Das war so ein schönes Wochenende, obwohl ich mich total verfahren habe. Jetzt kannst du dir vielleicht denken, kann ich kein Navi? Doch, ich kann Navi. Keine Ahnung, 30 Jahre Außendienst. Ich kann sogar sehr gut Navi. Ich kann sogar noch so Papier-Navi. Aber wenn die Ausfahrt dieselbe ist und du den Ort mit der Straße verwechselst, dann kann es wie in meinem Fall zufälligerweise auch sein, dass du 175 Kilometer falsch fährst. Also ich war bei einem privaten Stricktreff, musste nach Bad sowieso, wusste ich, musste aber in der Nähe von Kassel runterfahren. Und die Straße hieß,
Kissinger, ich glaube Kissinger Straße, also sowieso Straße, irgendwie was, aber es, ich, dann habe ich einen Ort eingegeben, aber falsch, den Straßennamen, weil den gibt es auch als Bad, und dachte immer, aha, okay, alles klar. Ich bin runtergefahren, war die gleiche Ausfahrt. Dann wusste ich, okay, ich fahre ein bisschen durchs Baunatal und dachte, Und dann kam A7, Baustelle, Baustelle, Berufsverkehr, Berufsverkehr, halb, fährst ja nicht. Baustelle an Baustelle, du, also ich fahre nicht in der Baustelle auf einen Parkplatz. Um dann festzustellen, 175 Kilometer falsch, Straßenverhältnisse waren sowieso blöde, kam, genau, ich bin ja sowieso über eine Stunde zu spät losgekommen, war schon ein bisschen unter Strom, weil ich Mr. Woloholiker noch geholfen habe, einen Schrank aufzubauen. Jedenfalls war ich total zu spät da. Das Erlebnis schlechthin, ich sag euch. Gebt eure Adressen ins Navi in aller Ruhe ein, weil sonst fahrt ihr falsch. Morgens kann ich mir jetzt immer anhören, wenn ich in den Laden fahre oder ich arbeite wieder, dazu komme ich später. Wenn ich, ne, wenn ich sage, ich fahre ins Stadtteil oder Mr. Woloholiker weiß, ich fahre ins Stadtteil Leerheide oder Grünhöfe in Bremerhaven, dann sagt er immer zu mir, fahr nicht über Hamburg. Wer einen Schaden hat, muss für einen Spott nicht sorgen. So, dann war ich dann da und habe tolle Tage verbracht mit viel Stricken. Und daher kamen auch die vielen Fotos, mich endlich zum Stricken, zu unserer Färbung Christrose. Die habe ich nämlich extra für die Mädels da gefärbt. Und da gab es eine Strickanleitung extra für dieses Stricktreffen. Mr. und Mrs. Easy, wir haben quasi vor der Veröffentlichung das gestrickt. Wenn, das ist übrigens von Andrea Franke, findest du auf Reverly. Die Färbung habe ich nachgefärbt, weil so viele Nachfragen waren. Strickt sich wie Hulle. Kannst du wegstricken. Musst du einmal begreifen und dann strickt sich das locker flockig von der Leber weg. Das ist auch mein einziges fertige Projekt, was ich heute zeigen kann. Alles andere ist schon verteilt, vertüdelt, irgendwie. Mr. und Mrs. Easy, Christrose, habe ich gefärbt. Falls du ein Stricktreffen hast und gerne Klein Gabi als Besuch haben möchtest, buch mich doch. Frag mich. Die haben für alle Mädels beispielsweise, die haben für alle Mädels zwei Stränge geordert und dann bin ich dahin gefahren, war da Donnerstag angereist, Sonntag abgereist, Freitag, Samstag, den ganzen Tag, war total toll. Ich habe so tolle Mädels kennengelernt. Schreib mich an, kannst mich buchen oder ihr könnt mich buchen. Muss ja nicht über so viele Tage sein. So, Werbung Ende. Weiter geht's im Text. Dann war ich noch. Ich mache jetzt erstmal schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten, weil ich ja immer gute Laune verbreiten will. Leute, wenn ihr was, wenn ihr mir was Gutes, also Woloholiker was Gutes tun wollt, kauft ein. Der Umsatz ist so eingebrochen. Ich will jetzt nicht wie andere die Preise der Stränge hochsetzen bis Timbuktu, weil das Quatsch. Also das, wie soll ich denn das sagen? Mir geht es genauso wie allen anderen Händlern bescheiden. Deshalb gehe ich auch wieder arbeiten. Später dazu. Aber das ist jetzt was anderes. Kauft ein. Gibt es Woloholiker noch lange? So. Nächstes Thema. Dann war ich noch, muss ich auf die Minute gucken, 14:39. Wir haben Geburtstage so nacheinander. Und jetzt, Zoe, du kleine Schnecke, 14:39, schreibe ich deiner Mama.
Unsere Enkeltochter Zoe Luna hat demnächst Geburtstag. Zoe Luna, ganz tollen Gruß von mir. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Privat zu Ende. Dann war ich noch mit. Guck mal, ich esse ja dieses. Ich esse. Ich genieße und feiere dieses Kollagen von der Firma Unique. Verkaufe ich ja gerade, mehr schlecht als recht, weil ich bin nicht so oft online. Da habe ich einen Instagram-Kanal, der heißt Du Punkt bist zauberhaft und Gabriele Sinsifrese bei Unique auf Facebook. Bin aber total begeistert. Ich bin ja keine Schmink-Ilse. Also das da hält mich gerade am Leben und macht mich schicki. Da war ich auf einer Party in Neuss. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, amerikanisches System. Ich kenne das von zwei Arbeitgebern von vorher. Aber das war total klasse. Ich bin da mit Karin hingefahren. An dem Tag, an dem Wintereinbruch war, Leute, 3,5 Stunden hätten wir eigentlich gebraucht, deutlich mehr als 7, eher an 8 haben wir gebraucht. Hier von Bremen gerechnet nach Düsseldorf-Neuss, aber das war so toll. Die ganzen Schneewehen, die ganzen mit 30 auf der Autobahn, Tucker, 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 das hat sich alles gelohnt, weil das so tolle Leute da waren und wir uns gegenseitig haben hochleben lassen. Habe ich so auch in den anderen beiden Firmen noch nicht erlebt. Ich habe mich mit so Tuba-Mädels gesprochen. Das ist auch eigentlich, habe ich mir erzählen lassen, nicht so die Firmenpolitik. Wir hatten total Spaß. Und wenn du jetzt denkst, ah, da fährt die auf die Party oder sowas, nein. Klar, ich war auf einer Party. Na klar, die Fahrt war meine Kosten, Hotel war auch meine Kosten, Eintritt auch, wie bei allen anderen auch, auch bei Tupper. Aber wir haben so viele Geschenke gegeben. Ihr habt sogar was gewonnen. Das zeige ich euch vielleicht nächstes Mal oder in den anderen Social Media Kanälen. Das war so klasse und hat meine Stimmung, obwohl die Probleme gerade so ein bisschen hochgehen, hat meine Stimmung so hochgefahren. Dass ich im Moment Licht am Horizont sehe. Lass mich mal so formulieren. War total schön. Ich hatte eine total schöne Zeit. Ich habe irre viel gelernt. Und bin mit einer Riesentasche Geschenke und angefüllt Oberkante, Oberlippe mit guter Laune wieder nach Hause gefahren. So. Das waren quasi die. Habe ich alles vergessen? Nee, ich habe noch eine Schülerpraktikantin gehabt in letzter Zeit. Und das war die Granate schlechthin. Die hat mir eins plus 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 gekriegt für ihren Wochenbericht. Ich habe sie quasi mitgenommen. Also alles von der eigenen Färbung. Das ist ihre Überlegung. Also der Froschteich ist ihre Überlegung der Färbung von Farben mit dem Namen. Die ganzen Social Media Kampagnen, die ihr da gesehen habt zu der Färbung Froschteich, das ist alles die Idee meiner Schülerpraktikantin. Zoe war total klasse. Ich habe die überall hin mitgeschleppt. Auch wir Buchhaltung und sowas machen wir ja zu Hause. Wir haben zusammen gekocht und gegessen. Die war bei mir mit im Unterricht, hat hospitiert. Also von Montag bis Freitag quasi so ein Woloholiker-Tag in seiner Vielfalt der Tätigkeiten mitgemacht. Ganz feiner Mensch, total niedliche junge Frau. Oh, ja, oder fast Frau, ist ja so, noch so mittendrin. Kann ich nur meinen Hut von ziehen und hat Arbeit gemacht. Klar, Praktikanten machen immer Arbeit, aber kann ich nur einen Hut von ziehen, habe ich auch viel von profitiert. So hat eine tolle Energie, eine tolle Ausstrahlung, richtig klasse.
Ideen und vor allen Dingen hat sie ein großes Talent. Sie kann nämlich vernetzt denken. Ihre Mama guckt das bestimmt an. Zoe wahrscheinlich nicht, aber ihre Mama. Also hast du gut gemacht. Tolles Kind. So, das waren jetzt die Wochenrückblicke. Wird wahrscheinlich ein größeres, längeres Video, aber macht nichts. So, was gibt's noch? Letztes Sonntagsvideo ging es ja um UFOs, die mich so belassen. Inzwischen habe ich es aufgegeben, habe ein bisschen was aussortiert, noch ein bisschen mehr aussortiert. Ich habe was hingerichtet. Mr. Wollohuliker hat ja immer die private Aufgabe, dass er meine Strickprojekte so ein bisschen verräumt und dann produziere ich auch manchmal UFOs. Inzwischen denke ich, ich habe mir die rausgesucht, die ich jetzt gerade stricke. Und wenn mir eins unterläuft, wo ich denke, stricke ich nicht mehr weiter, dann ist es so. Ich habe bestimmt 15 aussortiert, noch nicht geribbelt, liegen in so einer ganz großen Kiste. Vielleicht mache ich noch mal, wenn ich denke, ich bin fertig, ein Video mit dem Titel Die Kiste des Grauens, hatte ich schon mal. Aber ich habe mich tatsächlich von UFOs getrennt mittlerweile, die bald 10 Jahre hier liegen. Die ganz uralt, die pflege ich. Ich habe ja ein UFO, das habe ich angefangen, da war ich 17. Ich bin ja ein großes Mädchen. Na, ich runde ja mit einer 6 vorne dieses Jahr. Und dieses UFO behalte ich. Das denke ich. Zum einen, weil ich nicht mehr weiß, wie die Anleitung heißt, Segelanleitung. Zum anderen, weil es so schön ist mittlerweile, so ein altes UFO zu haben. Wer hat schon so ein altes UFO? Also ist ja schon älter als 40 Jahre, Leute. Das hege ich und pflege ich wahrscheinlich bis zum Schluss. Aber ist eine Häkeltischdecke in einem Naturweiß. Aus Baumwolle. Mit einem Ananasmuster. So ein Ananas, so ein bisschen verschachtelt, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich pflege das. Alle anderen Sachen, wenn ich die rauskram, dann stricke ich die entweder weiter oder ich töte sie, indem ich die Stricknadel rausziehe. Ansonsten stricke ich weiter. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Aktuelle Projekte. Aktuelle Projekte, da habt ihr ja das da schon gesehen. Das ist meine erste Socke. Die ist demnächst fertig. Nach dem gleichen Prinzip gefärbt wie die, also wildernd. Wie die Christrose, ne, die grün mit rosa, das ist der Froschteich, die Färbung von unserer Schülerpraktikantin. Habt ihr noch nicht gesehen im Video und da bin ich mit der ersten Socke auch schon wieder so weit, der Froschteich. Das wird kein UFO werden, das werde ich fertig stricken. Jetzt kommen viele Socken, Leute. Dann habe ich noch gestrickt. Wir haben ja die Tropsfarbe neu in Gänsefüßchen im Sortiment. Und ich bin total überrascht, wie schön diese relativ unscheinbaren Knäuelmustern. 50 Gramm Knäuel, Dropsfarbe 910. Da stricke ich aus einem Restblau, den ich habe. Dann reicht mir nämlich ein 50 Gramm Knäuel für ein paar Socken. Kommt noch die Spitze dran in Blau.
wie schön diese Socken werden und wie unscheinbar das immer auf dem Knäuel aussieht. Warum ich diese Dropsfarbe ins Programm aufgenommen habe, erzähle ich euch gleich. Da habe ich noch ein kleines UFO, guck. Projekttäschchen. Aha, da habe ich einen Knäuel vergessen. Also kann ich nichts zur Färbung, also zur Farbnummer sagen. Oben habe ich Gum-Gum gestrickt, habe ich farblich abgesetzt. Und unten ist das Original, wie das auf dem Knäuel ist. Und das habe ich schon gesagt, das war das. Also wieder einpacken. Also ich stricke jetzt alle durch. Als nächstes alle Farbe Print und Longprint durch. Longprint habe ich ja auch schon gezeigt. Als nächstes möchte ich anstricken die Farbe 542 und die da. Die beiden haben mich gereizt. Die möchte ich als nächstes anstricken, aber wenn ich die beiden da fertig habe. Weil ich habe mir gedacht, also ich will keine Läppchen bei mir im Laden hängen, wo die Garne hängen, sondern ich habe mir gedacht, ich kann ja eigentlich auch ein Foto ausdrucken, wie das gestrickt aussieht. Normalerweise zücke ich dann immer, wenn ein Kunde kommt, zücke ich dann immer mein Handy und zeige hier, das ist so und das ist so. Aber was ist, wenn ich mal nicht im Laden bin? Das ist mein Stichwort. Wolleholiker on Tour. Wir sind kommendes Wochenende. Ich. Mr. Wolleholiker schmeißt den Wolleholiker-Laden in Bremerhaven in der Hafenstraße. Und ich bin am 25. und 26. März. Öffnungszeiten sind immer von 11 bis 17 Uhr. Auf dem Ostermarkt im Heimatmuseum in Debstedt. Dann bin ich am 1. und 2. April, da ist Heidrun mit dabei, auf dem Wollfest in Leipzig. So, ich war noch nie ich war noch nie als Wolldealer auf dem Wollfest in Leipzig. Ich kenne das Wollfest in Leipzig noch, als es im Park war, da war ich Besucher, als es im Park war, als es das erste Mal in der Glashalle war, etc., etc. Stand hatte ich noch nie, aber dieses Mal. Eigentlich hätte ich gar keinen Stand gehabt, weil vielleicht habt ihr das schon mitbekommen. Ich habe mich mit von Ella's Wollhimmel Hechthausen so ein bisschen ja, zusammengetan. Die hat von mir Garne im Angebot und ich habe von ihr Bobbles im Angebot. Guck mal, das da will ich, das ist ein Leuchti, den möchte ich unbedingt anstricken. Ich habe ihre Sachen im Laden, die Leuchtis und die Bobbles und online unter www.wolleholiker.de auch ihre Bobbles. Die Leuchtis nicht, weil das ist ein Lizenzprodukt, das ist eine andere Story. Aber dann müssen sich doch tatsächlich irgendwelche anderen Aussteller beschwert haben, wegen Untervermietung. Ich wollte eigentlich nur Anja begleiten, weil ich frei hatte. Und Anja einen Stand. Weil überall da, wo ich einen Wollfeststand gebucht habe und Anja nicht ist, nehme ich ihre Bobbles mit und ihre Leuchtis, weil das dann ja so ein Local-Verkauf ist, nicht online. Und überall da, wo sie ist und ich nicht bin, nimmt sie Wolleholiker-Garne mit, weil die in ihren Läden auch verkauft. Aber irgendwie müssen sich da ein paar beschwert haben. Gab es einen riesen Bohai. Jetzt habe ich einen eigenen Stand, war so gar nicht geplant. Ich habe einen Stand auf dem Leipziger Wollfest. Da kam ich dazu, wie die Mutter zum Kind. Erstmal habe ich dumm geguckt, war ein bisschen verwirrt, aber jetzt. So, könnt uns besuchen am 1. und 2. April. Auf dem Wollfest in Leipzig, in der Messe, in der Glashalle. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nehmt einen Zwiebellook mit, das ist eine Glashalle. Riesengebäude, drumherum gibt es so richtig schöne,
Springbrunnen ist zu wenig. Also so Wasserlandschaften mit Wasserfontänen und so. Parkplatz ist ewig. Brauchst nicht lange suchen, da gibt es einen Parkplatz. Am 1. und 2. April und die Öffnungszeiten sind da von 10 bis 17 Uhr. Da wollte ich mit Heidrun hinfahren und so ein bisschen beim Stand bei Anja stehen. Aber jetzt verticken wir unsere eigene Wolle. So, gefärbt haben wir schon. Trocknet, oben im Wohnzimmer, sitzt ja im Keller. Jetzt sind wir auf dem Wollfest mit einem eigenen Stand. Manchmal kommt es unverhofft, aber es kommt. Und dann sind wir im April, vorher kommt aber noch ein Sonntagsvideo, wegen, ich möchte das ja regelmäßiger machen. Am 25. und 26. April sind wir auf dem Wollfest in Hohenlohe, genau im Ort Bad Blaufelden. Das ist im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Und da sind die Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr. Beim Ostermarkt Deppstedt zahlst du, ich glaube, 1 € oder paar zerhackte Wegezoll, wenn du da reingehst. Bei den anderen kannst du vielleicht ein Online-Ticket kaufen. Das Wollfest Leipzig findet das erste Mal seit dem großen C wieder statt, dreimal ausgefallen. Und auf dem Wollfest Blaufelden in Hohenlohe war ich ja letztes Jahr mit meiner kleinen Eike. Dieses Mal mit Sigrid. Also, wenn du Heidrun oder Sigrid kennenlernen willst, vielleicht ein Autogramm und Foto, was auch immer, dann besuch uns in Leipzig oder in Blaufelden. Wir haben schicke Sachen dabei, wir freuen uns auf dich. Und zum Sabbeln gibt es auch Zeit, bestimmt. So, das war das jetzt. Mit dem UFOs und was auf der Strecke bleibt, kann ich nicht sagen. Mein Gestricke ist vielleicht ein bisschen unkoordiniert, wenn ich das jetzt in die Kamera halte. Zukünftig nicht so. Strickfortschritt, Strickfortschritt. Irgendwann ist dann Strickfortschritt zu Ende, obwohl nur noch ein halber Ärmel fehlt. Das ist tatsächlich so. Aber das ist dann so. Ich entscheide das nicht mit dem Hintergrund, mag ich das gerne fertig stricken, sondern ziehe ich das tatsächlich an. Oder ich habe ja viele Sachen auch für den Laden gestrickt, die dann da hängen wegen den Qualitäten. Möchte ich das da hinhängen? Entscheidungsqualität. Okay, was habe ich neu? Ich bin mir nicht sicher, ob ich letztes Mal gezeigt habe, dass ich den Colding stricke. Alle stricken ja Coldings. Der Trend geht ja mittlerweile zum 7., 8., 9., 10. 10. Colding. Da habe ich gedacht, Gabi, jetzt bist du auch mal dran. Weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Das ist die Phase 1, die Stufe 1. Also der erste Teil. Und den stricke ich aus der Puno. Findet ihr im Wollaholiker Online-Shop. Puno von Pasquali. Das ist eine Mischung zwischen Baumwolle und Alpaka. 200 Gramm auf dem 50 Gramm Knäuel. Ich habe in diesem gedeckten Ton eine Winterjacke und eine Übergangsjacke. Und darum stricke ich in diesem Ton, in dieser Farbe 028, ich glaube Walnussbaum. Weiß ich nicht genau auswendig, aber auf alle Fälle 28, mir einen Colding. Phase 1. Jetzt am Wochenende war eine Kundin bei mir. Die hatte einen fast in dieser Farbe mit einer anderen Garnzusammenstellung um den Hals. Und dann habe ich gedacht, genau, geil, jetzt musst du auch nochmal Hackengas geben, weil das einfach ein tolles Teil ist. Man kann sagen, okay, immer nur glatt rechts und so mag ich nicht. Ist Mindless Knitting, aber es ist schick und zeitlos. Deshalb stricke ich das. So, was stricke ich weiter?
Die Anleitung ist, ich verlinke das übrigens nicht. Colding ist eine Kaufanleitung auf Deutsch, gibt es die. Und das Design ist von Chris Berlin, unbeauftragte Werbung. Anleitung habe ich gekauft, nicht geschenkt gekriegt, was auch immer, habe ich am Anfang nicht gesagt, fällt mir gerade ein. Selber googeln macht schlau in dem Fall. So, das ist der Colding. Dann wurde ich angefixt. Meine Freundin Birgit. Die hat ja die Eigenschaft, mich immer so anzufixen mit allem möglichen Zeug, was dich so anstrickt. Und dann bin ich immer so begeistert und denke, das muss ich auch machen. Und dann verkümmert doch manches als UFO vor sich hin, weil das auf der Strecke bleibt, ich nicht ausreichend Zeit habe oder aber ich die falsche Wolle ausgewählt habe, ich das dann im Flow ganz toll fand und dann doch nicht mehr. In jedem Fall hat sie mich wieder angefixt, aber ich kann dir erzählen, warum ich das stricke. Ich stricke den von Steven Westnitz, die neue Anleitung, Fragmention Shawl. Warte mal, ich suche mal in der Anleitung ein kompletteres Foto. Hier. Habe ich in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Das ist so, okay, wenn du mich jetzt kennst, dann überlegst du dich, warum strickt die Tante das? Ja, das ist eine Schalkonstruktion, deren Form mir nicht unbedingt gefällt. Ich bin ja eher so für nicht ein richtiges Dreieckstuch, sondern so ein bisschen schmaler, schlanker. Ja, ich stricke das, weil mir dieses Color Blocking also gefällt mir ganz gut und ich möchte ganz gerne die Technik von West lernen. Und ich mir gedacht habe, okay, stricke ich das? In Naturtönen kann ich das Frühling, Sommer, Herbst bin ich eher so bunter, Winter etwas gedeckter, kleidungstechnisch. Kann ich das ja in den kälteren Jahreszeiten auch so als Deckenersatz, Jackenersatz, sonst wie tragen. Und um den Hals gebamselt bekomme ich das auch. Also stricke ich das in diesen Farben. Man braucht ungefähr 75 Gramm Fingerring, also Sockenwollstärke. Darum stricke ich das aus Farbe und darum siehst du da auch immer zwei Knäuel. Ich habe mich für Farbe Uni entschieden und das da ist eine Farbe Longprint, die so ins beige, graue, blaue geht, weil dann kann ich das nämlich auch zu Jeans anziehen. Dann geht es eher Ton in Ton oder mit was anderem Blauem, nicht Jeans. Und mit vielen Sachen, die ins Braune gehen. Und die erste Sektion habe ich fast fertig. Dreimal angefangen, Leute. Weil ich es nicht richtig geblickt habe. Aber wer lesen kann, ist in dem Fall nicht, weil das schwierig ist, sondern weil lesen kann, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist der Anfangsknüdeli. Und dann strickt man immer so einzelne Teile. Und hier fehlt mir noch einmal meine Farbe A. Das ist meine Farbe A. Hier unten, und dann kann man die Länge des Tuches auch schon mal so ein bisschen sehen. Und dann ist das wie so ein, naja, wie so ein Umhang, wie so ein Color. Und dann eben versetzt. Das ist da am Rand, finde ich, ganz niedlich gelöst. Das ist so ein Eichhornrand, den man mitstrickt. Und das, was ich noch nicht weiß, strickt man hier dann quasi hier. Das nächste Ding dran.
Also so eine ewig lange Rundstricknadel brauchst du gar nicht. Bin ich gespannt, wie es wird. Macht Spaß zu stricken, weil du hast, man hat immer so ein so ein Teil, ne? Und dann, guck mal, Weaving Steven mache ich auch nicht. Am Anfang habe ich vernäht, das ist vorne. Ich mache Weaving Steven nicht. Mag ich persönlich nicht, sondern ich habe mir vorgenommen, wenn ich dann unten bin mit dem letzten Ding, dann vernähe ich die alle und stricke die nächste Sektion. So sieht's aus. Und dann ist das immer so um eins versetzt in der Farbe. Und das, denke ich, könnte ganz schick aussehen. Und wenn du dich jetzt wunderst, warum ich das aus der Dropsfarbe, das ja Sockenwolle ist, stricke, weil wenn ich das sage, ist das immer so ein bisschen blöd, weil ich will das ja verkaufen. Ich habe mir die Dropsfarbe ins Programm aufgenommen, weil ich weiß, wenn du die Farbe strickst, normale Sockenwolle, 50 Gramm. Die im Moment kostet der 50 Gramm Knoll tatsächlich 2,50 €. Die Dropsfarbe Print 2,70 € und die Dropsfarbe Long Print 2,90 €. Kommst du mit so einem Riesentuch auch mit einem kleinen Budget gut aus? Und die Dropsfarbe, wenn. Warte mal. 75 Wolle, 25 Polytierchen, hat 205 Meter auf 50 Gramm. Also ganz normale Sockenwolle, aber wenn du die wäschst, dann ist die quietschweich, wollte ich sagen. Deshalb überlege ich gerade. Falsches Wort. Die ist richtig weich und steht einem Merino-Garn nicht mehr so viel entfernt. Die wird richtig weich nach dem Waschen. Ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, Dropsfarbe mag ich nicht, aber da habt ihr vielleicht Dropsfarbe vor 20 Jahren gestrickt oder vor 10 Jahren gestrickt. Das Garn ist total weiterentwickelt und total klasse. Dropsfarbe hat mir neulich eine Kundin erzählt, mit der ich so gehört zu meinen Strickmädels, die ich privat treffe. Felix hat mir erzählt, die so total empfindlich ist am Hals, die hat dann gesagt, ist so weich, ist ja richtig weich, stricke ich jetzt Tücher von, Dropsfarbe. Ne? Wenn ich das erzähle, ist das was anderes, als wenn das jemand, eine Kundin, einer anderen Kundin erzählt. So wollte ich das sagen. So habe ich heute früh noch dran gestrickt. Dann habe ich noch auf den Nadeln, der ist nicht geschrottet worden, aus unserer Plüschmoos kombiniert mit der. Warte, warte, warte. Jetzt kriege ich gleich die Vollkrise, weil mir der Name nicht einfällt. Kombiniert mit der Alpaka Silk. Ich stricke ja den Fade and Lace von Jochi Locatelli schon länger, seitdem es diese Anleitung gibt. Ne? Also kannst du recherchieren, ich verlinke es nicht. Denn ich stricke das aus einem Puderrosa. Wo ist vorne, wo ist hinten? Der wird nicht im UFO enden. UFO-Rippeltuch enden. Das ist der Lace and Fade von Jochi Locatelli. Warte. Hier ganz viel ausgedruckt. Weil auch markiert. Und meiner wird Mädchenfarben und ich stricke tatsächlich auch nur oben. Ups.
oben dieses Lochmuster in dem plüschigen Garn. Alles andere wird glatt rechts. Ich stricke das stumpf glatt rechts weiter runter. Ist ein Boxi. Ich stricke es auch ein bisschen länger als hier, weil ich dann mein Hüftgold besser verstecken kann. Und na, also nur hier oben, das ist ein Knallrot. Und ich stricke das mit der Plüschmoos in hellrosa oder puderrosa und der Lebenslust. Das ist eine alte Färbung. Also wenn du suchst, ich habe immer Speckles-Färbungen, wo mehrere Uni-Färbungen zu passen. Aber nachdem ich festgestellt hatte, ich erzähle immer, ich bin Mädchen, aber habe im Schrank nichts in rosa, stricke ich das jetzt weiter und mir fehlen noch vielleicht 1 oder 2 Zentimeter, dann kann ich die in der Runde stricken und muss nicht mehr hin und her stricken. Und kann die bei so einem Boxi sind die Ärmelchen, das sind ja nur so kleine Shishi-Dinger, ne? Das ist ja wie so, früher gab es so Kastenpullover. Da kann ich die Ärmelchen dran stricken. In jedem Fall stricke ich aber dieses Plüschi mit der Drops Alpaka Silk in dem Knallrot in glatt rechts. Dann geht das nämlich locker flockiger von der Hand und mein Pullover ist schneller fertig. Das wollte ich sagen. Kann das da wieder in diese Kiste. Was habe ich noch auf der Nadel? Ich stricke ja, das hat absichtlich geruht. Das war kein UFO. Absichtlich geruht hat diese frühlingshafte Jacke aus der Drops Alpaka Silk. Stricke ich in so ein. Ich hätte gerne das Weiß gehabt, aber ich konnte als Händler das Weiß nicht einkaufen. Aber ich habe gedacht, das ist so schön und macht so gute Laune. Ich nehme anstatt dem Weiß, inzwischen gibt es das wieder, so ein Puderrosa, doppelfädig gestrickt mit Nadelstärke 8. Gibt große Maschen. Mir so ein Jäckchen zum Einkuscheln, wenn ich dann noch ein Blüschen drunter habe. Und das ist auch nicht zum UFO, verdammt, das hat echt extra pausiert für dieses Frühjahr, wenn es noch kalt ist und ich dann quasi in das kommende Frühjahr rein die Jacke fertig habe. Das wird euch noch länger begleiten. Ne? Bei mir ist es von den Farben so ein bisschen kräftiger als hier, aber so ähnlich. Ja, ich verstricke da ein bisschen Reste, die ich habe. Aber das macht ja nichts. Und für die, die sagen, bei Mohair, Mohair gibt es ja, ne, mag man oder mag man nicht, das ist so. Die Brushed Alpaka Silk, da ist, es sieht zwar optisch aus wie so ein Mohair, aber ist kein Mohair drin, ist Alpaka drin. Ist nicht dieses, ups, Mohair Gefühl da. Das ist das, was ich stricke. Jetzt kann ich meinen Zettel auch wegtun. Ich erzähle sowieso frei Schnauze irgendwie was. Was stricke ich noch? Angefangen habe ich und das, warte mal, wo kommt das hin? Das muss da rein. Angefangen habe ich, warte mal, da rein. Angefangen habe ich noch zu stricken. Da war ich total begeistert und bin immer noch total begeistert. Diese Jacke. Mir ist nicht ganz klar, ob ich das in die Kamera gehalten habe oder nein, ja oder nein. Ich habe ein Müh weiter gestrickt, aber ich habe ja diese Frühlingsjacke etwas rausgeholt. Also wenn die ist fertig gemacht, dann mache ich hier weiter. Da gibt es einen Cardi Cocoon.
und ein Cardi V-Neck Pullover. Das ist eine Designerin aus Dänemark, Anne Wenzel. Musst du selber recherchieren, verlinke ich nicht unten. Cardi Cocoon Jacke. Und die habe ich angefangen zu stricken mit der Drops Merino und der Kitzilk in diesen Farben. Ich glaube, das habe ich schon mal reingehalten. Ich bin ein Müh weitergekommen. Guck mal. Na, das ist der. Das, was da so rumläuft. Aber das, ich klappe das mal um. Aber das Muster. Total kuschelig. Das stelle ich so ein bisschen hinten an, weil ich das erst für den kommenden Spätsommer Herbst brauche. Und in rosa, weil ich nichts in rosa habe, stricke ich diesen Pullover. Da habe ich Reste in verschiedenen rosa Aprikottönen und lasse ein Kitzelk in Puderrosa damit laufen. Na, guck, kannst sehen, was man da gerade so ganz groß gesehen hat. So geht das quasi los. Aber ich habe gerne so in meinem Kleiderschrank etwas neutralere Basic-Teile, die gerne zum Stricken etwas länger brauchen als so quietschi bunt. So, die mag ich auch, aber die anderen mag ich auch. So, lass mich das mal so sagen. Was habe ich noch? Das muss da hinten hin. Dann habe ich noch angestrickt ein Lemonade, unsere na? Mit fluoreszierenden Farben gefärbt. Die Färbung Lemonade. Unsere Neon Babe Pure. So, zack. Unsere Neon Babe Pure habe ich angefangen zu stricken. Das ist das Neueste, was ich auf den Nadeln habe. Habe ich noch nicht gepostet. Und die nächsten Socken, die fertig werden sollen, nach den. Die da? Nach. Mr. und Mrs. Easy mit der Färbung Christrose, die beim nächsten Shop-Update wieder online geht. Das Rosa ist ein Müh anders und das Grün ist ein Müh anders, aber von dem Färbesystem und vom Strickbild und von den Farben wird es gleich werden. Also ein Müh-Unterschied. Habe ich. Das ist das Muster, habe ich nicht aufgeschrieben. Venise, auch von Andrea Franke, habe ich in 36-37 gestrickt. Ist auch ein Neon Babe Special. Haben mir ganz viele gefärbt. Und das ist die Färbung Hot Pumpkin. Das ist eine Farbe oder ich habe Farben, so ist ja eher unscheinbar, aber wenn du damit in die Disco gehen solltest, wo du irgendwo damit bist, wo Schwarzlicht gibt, strahlst du, weil das ist fluoreszierend und das leuchtet bei Schwarzlicht. Dann habe ich angestrickt unsere Färbung und da bin ich vom gleiches Färbeprinzip wie das da, nur dichter und nicht so viele Hellanteile ist die Färbung Tulpenbeet und die stricke ich tatsächlich in glatt rechts. Deshalb ist sie auch so wenig fertig, aber begeistert mich total. Und ich glaube, die vielen Socken, die ich stricke, die verkaufe ich ja. Kannst du im Laden kaufen oder wenn ich auf so Märkte unterwegs bin. Aber die da, glaube ich, die behalte ich.
weil die schick sind. Das ist die Färbung Tulpenbeet. Und die ist als nächstes dran. Das ist das nächste. Und was ich als nächstes von die Drops Fabel habe ich dir ja gezeigt. Und was ich als nächstes anstricken möchte, ist das da. Kannst du jetzt im Online-Shop gucken, die wirst du nicht finden, weil das der Abo-Färbung ist. Die habe ich mir selber zurück extra für mich als Strang mitgefärbt. Das ist der Januar in Bremerhaven, weil es da so frischlich und kalt war. Könnte dir jetzt alle Abo-Färbungen zeigen, mache ich nicht. Im Januar war es kalt. Klirren teilweise. Der Februar war teilweise ein bisschen freundlicher und im März explodiert gerade bei uns die Natur. Entsprechend ist die Färbung etwas erdlastiger von den Farbtönen. Halte ich dir nicht alle in die Kamera, aber das stricke ich für mich an. Musst du auf den anderen Social-Media-Kanälen schauen, die Leute posten das. Kannst du suchen unter dem Hashtag, Wodeholiker. Die anderen Leute posten das. Sigrid hat auch in der Gruppe schon gepostet. Die hat ihr Abo persönlich abgeholt, das macht sie immer. Wohnt ja auch in Bremerhaven, lässt sich das nicht zuschicken. Obwohl die mit Claudia ja schon wieder so ein, ne, Mädels, ihr tauscht da immer. Die eine macht eher so in Blau und Küstentönen, maritim, und die andere mag eher so Erd- und Schottlandtöne. Und dann posten die das immer in der Gruppe. Heute habe ich mal drunter geschrieben, ihr mit euren Tauschgeschäften. Die tauschen quasi immer ihre Abos und freuen sich dann einen Keks an der Backe. Aber das da, das mag ich gerne. Das wird wildern, weil ich das so gefärbt habe. Gleiches System, ne? Eher mehr so dunkel. So. Das war's auch schon. Ich habe gerade mit Erschrecken auf die Uhr geguckt. 57 Minuten langes Sonntagsvideo. Die nächsten werden kürzer, ich verspreche. Was haben wir vor? Die Märkte habe ich schon erzählt. Der Laden ist immer auf, wenn wir auf dem Markt sind. Kannst du mit Mr. Wodeholiker ein Autogramm machen oder ein Foto? Es gibt im Internet noch überhaupt gar kein Foto von einer Kundin mit Mr. Wodeholiker. Verstehe ich gar nicht. Der ist so oft im Laden. Frag ihn. Da freut er sich. Wahrscheinlich fängt er an zu schwitzen. Hallo Thorsten. Er guckt zu. Also. Er freut sich bestimmt. Das war so ein kleiner Seitenhieb von Ehefrau zu Ehemann, weil er mich heute geärgert hat. Ich bedanke euch auf alle Fälle an dieser Stelle fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche bin ich auf dem Ostermarkt in Deppstedt. Da gibt es bestimmt kein Sonntagsvideo, aber ich verspreche, dass ich die Taktung immer weniger mache. Der April wird heiß, weil mit dem Wollfest Leipzig und dem Wollfest Hohenlohe. Und dann geht das wieder seinen Gang. Wenn ihr auf anderen Social Media Kanälen unterwegs seid, dann könnt ihr Heidrun und mich und Sigrid und mich auf den Wollfesten erleben, wenn Zeit ist, Fotos oder kleine Videos zu machen. Falls ihr euch für schicke Hautpflege entscheidet, schreibt mich an. Da gehen so einige Jährchen weg. Ne? Einige Jährchen weg.
wenn die Nuller kommen und vorne die Zahlen immer höher werden. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, deine Gabriele von Volleholika.